Hallo, liebe Unternehmerfreunde, hier ist wieder Armin Rau von Elena Rau, The Entrepreneur's Entrepreneur. Und heute habe ich schon hier meinen Gast für mein zweites Unternehmerinterview. Das letzte Mal waren wir in Paris, heute in München mit Alex Bogner, dem Gründer und CEO der Infologis AG. Sehr, dass wir da sind. Ich freue mich auch, Alex. Wollen wir direkt starten? Wir starten direkt. Wunderbar. Alex, wir machen ja diese Unternehmerinterviews, damit andere junge Unternehmer von dem profitieren können, was andere vielleicht schon gelernt haben. Und meine erste Frage an dich ist, vielleicht stellst du dich kurz vor, wie ich dein Unternehmen vielleicht auch ein bisschen was verrate. Ja, gerne. Also, ich bin Alexander Bogner, 44 Jahre, ab übermorgen. Bin Gründer, Vorstand und Seniorpartner der Infologis AG. Die Infologis AG ist eine Beratungsboutique, die sich darauf spezialisiert hat, Business-Transformationen mit großen internationalen Kunden voranzutreiben. Ich selber vom Werdegang bin eigentlich ein Logistik-Guy, ich komme aus der Logistik. Habe, bevor ich studiert habe, tatsächlich eine Lehre gemacht, also mal was gearbeitet vor dem Studieren. Und bin dann weiter im Studium, war es für mich immer eine duale Welt. Das heißt, ich habe es nie genossen, diese Studentenjahre an der Universität, sondern für mich war das Thema Arbeiten immer extrem wichtig und bin so mit meinem Logistikfachwirt, mit meinem BWL-Studium, mit meinem Master in den USA, mit meinem Doktor dann auch nochmal in den USA immer parallel eigentlich gefahren. Und das, glaube ich, hat mich schon extrem auch geprägt, einfach immer zwei Welten in meinem Kopf auch zu haben. Das Ja. vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund, was das Education-Thema betrifft. Arbeitstechnisch habe ich, wie gesagt, eine Lehre gemacht, bevor ich studiert habe, am Münchner Flughafen. Bin dann zu einem internationalen amerikanischen Logistikunternehmen und habe mir dann eigentlich relativ schnell ist mir klar geworden, dass das Thema Angestellten-Dasein eher weniger was für mich ist. Kommt vielleicht nachher nochmal dazu. Habe mich dann selbstständig gemacht, bin 15 Jahre als freiberuflicher Berater für das Thema Innovationsmanagement und Prozessmanagement in der Welt unterwegs gewesen und habe eben 2010 dann zusammen mit einem Partner die Firma Infologis hier in München gegründet, die sich mit großen Konzernen mit Business-Transformationen beschäftigen. Respekt. Starke Leistung, starker Lebenslauf. Alex, wann ist dir denn zum ersten Mal aufgefallen, dass du Unternehmer bist? Ja. Wie kam das, dass du gesagt hast, Mensch, ich bin kein Angestellter, ich bin von Haus aus Unternehmer? Ja, also ich denke, es war relativ früh, ich würde sagen so mit 13, 14. Und ich war damals durchaus ein üblicher, fordernder Teenager. Und irgendwann mal hat mein Vater zu mir gesagt, du, wenn du dir gerne das alles leisten möchtest, was du mir jeden Tag sagst, was du gerne hättest, dann wird es vielleicht jetzt Zeit werden, dass du mal zum Arbeiten anfängst. So, das war so der erste Schritt. Und mein erster Job war tatsächlich auch leicht logistiklastig, in dem Lager eines großen Bergsportausrüsters. Und dort bin ich das erste Mal mit der Arbeitswelt konfrontiert worden. Und was mir als erstes aufgefallen ist, dass das Thema Geldverdienen Spaß macht. Was mir als zweites aufgefallen ist, dass meine DNA doch dann so tickt, dass mir alles, was in diesem Verhältnis, in diesem Arbeitsverhältnis mich irgendwie eingeschränkt hat, du fängst bitte dann an, du hörst bitte da auf, dann ist Mittagspause und du bekommst genau das Geld, eigentlich egal, welche Leistung du erbringst, eben nicht meins ist. Also da ist, glaube ich, so das erste Mal das hochgekommen. Puh, ich weiß nicht, ob ich so für dieses Angestellten-Dasein geschaffen bin. Also es war wirklich am Anfang eigentlich, mein Unternehmertum ist hochgekommen eigentlich mit einer rebellischen Haltung, dass ich das, was Angestellte haben, nicht haben wollte. Also das war eigentlich der Ursprung des Ganzen. Interessant. Und dann liegt auch ein bisschen, sage ich mal, an der Familien-DNA, wo eben mein Vater auch selbstständig unterwegs ist aus der Filmbranche. Da wurde das natürlich von der Lebensart, wie man so in der Familie lebt, auch nochmal davon geprägt, dass es eben Unternehmertum da ist. Also es gab eben nicht um 18 Uhr das Essen und es gab eben nicht die Mittagspause und die Wochenenden waren auch nicht immer frei, sondern ich habe das eigentlich schon ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen an der Stelle, zumindest was die Lebensart betrifft.
Und die hat mir unheimlich viel Freude bereitet, so an der Stelle. Und der zweite Aspekt, kommend von diesem Freiheitsgedanken, war dann im Wesentlichen, dass ich relativ schnell nach meiner Lehre und nach einem halben, dreiviertel Jahr Angestellten-Dasein eben in die Selbstständigkeit gegangen bin als Berater, neben meinen Studienaktivitäten, und einfach gemerkt habe, dass mir, und das ist der zweite Aspekt des Unternehmertums für mich, dass mir das Gestalten, das Schaffen unheimlich viel Freude bereitet. Also etwas zu erschaffen, ja? Und eben nicht in einem starren Rahmen Dinge zu erledigen. Und das hat sich durchgezogen bis heute, wo ich weiterhin Freude daran habe, Dinge zu schaffen. Und jetzt kommt ein zweiter Aspekt, sage ich mal nochmal dazu, und der letzte Aspekt eigentlich, den ich ganz toll im Unternehmertum finde, wenn man was geschaffen hat, dass man es dann ständig verändert. Das sind eigentlich so die Komponenten, die mich zum Unternehmer gemacht haben und die mir bis heute maximal viel Freude bereiten. Sehr schön. Jetzt bist du ja über 20 Jahre praktisch schon und selbstständig und als Unternehmer unterwegs. Wenn du jetzt mal auf diese Zeit zurückblickst, das ist schon eine relativ lange Zeit. Ja. Was siehst du in dieser Zeit als deinen größten geschäftlichen Erfolg und worauf ist der aus deiner Sicht zurückzuführen? Also vielleicht zwei Sachen vorneweg bei der Frage. Das erste ist, für mich gibt es in meinem Lebensmodell keinen Unterschied zwischen geschäftlichem Erfolg und privatem Erfolg. Also entweder habe ich einen Lebenserfolg oder ich habe keinen Lebenserfolg. Das ist vielleicht mal so das Erste, was ich dazu sagen möchte. Ja. Weil für mich gibt es die Trennung zwischen privat und Geschäft nicht als Unternehmer, sondern ich mache das jeden Tag, was mir Freude bereitet. Und davon ist eben ein Teil in der Arbeit und ein Teil mit meiner Familie und ein Teil mit meinen Freunden. So, also das vielleicht mal so grundsätzlich. Das Zweite ist, ich habe tatsächlich die letzten zwei Jahre viel über den Begriff Erfolg und vielleicht da auch in Verbindung mit Glück nachgedacht. Und mein Blickwinkel hat sich die letzten zwei Jahre massiv verändert, was der Begriff Erfolg eigentlich für mich bedeutet. Ich bin bestimmt, wie du gesagt hast, 20 Jahre jetzt irgendwie auf dem Markt und davon waren 15 bis 17 Jahre sehr davon geprägt, dass für mich Erfolg sich in Zahlen ausgedrückt hat. Ja, also kaufmännischer Erfolg, Größe, wie viele Mitarbeiter, was auch immer, Geld, Umsatz, Gewinn. Und letztes Jahr ist im Wesentlichen was passiert, was so ein Auslöser war, dass nach gut 10 Jahren hier zusammen bei der Infologis eben mein Gründungspartner und ich, wir uns getrennt haben. Und das hat schon eine Phase des Überdenkens irgendwie ausgelöst auch bei mir. Was bedeutet denn eigentlich Erfolg für mich? Und für mich ist die Definition eigentlich so, dass der Erfolg dadurch gekennzeichnet wird, also vielleicht generell der Begriff Erfolg, vielleicht hier nochmal eingehakt, ist ja ein Stück weit so die Differenz zwischen wahrgenommener Realität und eigener Erwartungshaltung. So, und je kleiner dieser Bereich da an der Stelle ist, desto größer ist der Erfolg, man könnte es auch mit Glück sozusagen gleichsetzen. Und jetzt gibt es ja zwei Seiten davon, die ich anpacken kann, nämlich entweder meine wahrgenommene Realität oder meine Erwartungshaltung. Und an den beiden Themen arbeite ich relativ viel jetzt gerade. Aber um es nochmal ganz konkret zu machen, für mich ist jetzt, bedeutet Erfolg für mich persönlich, dass ich jeden einzelnen Tag, jede Stunde mein eigenes Potenzial ausschöpfe. Das bedeutet für mich Erfolg. Also für mich ist ein Tag erfolgreich, wenn ich das Gefühl habe, heute habe ich mein Potenzial ausschöpfen können. Bin vielleicht auch einen Ticken drüber gegangen über mein Potenzial. Das ist der erste Faktor. Der zweite Faktor, der jetzt sozusagen für mich als Unternehmer gilt und vielleicht auch noch der größere Faktor ist, ist, dass ich hier mit meiner Firma, mit der Infologis, einen Raum schaffe, wo jeder Mitarbeiter die Möglichkeit hat, diesen Erfolg täglich zu spüren. Also jeder Mitarbeiter soll die Möglichkeit haben, jeden Tag sein Potenzial ausschöpfen zu können. Weil ich glaube, dass das Sinn gibt und wenn etwas Sinn gibt, spürt man auch sowas wie ein Erfolgsgefühl. Und das sind für mich eigentlich die zwei wesentlichen Kriterien, die für mich gerade Erfolg ausmachen. Und im Wesentlichen mal der Auslöser, nachdem du ja auch gefragt hast, also an was machst du es fest, schon eine Phase, wo ich, wie man so schön sagt, am Boden lag. Die mich einfach nach gut 15 Jahren und mit Sicherheit so in so einem Midlife-Turn dann auch mit Anfang 40 nochmal den Begriff für mich selber haben überdenken lassen
Und ich fühle mich mit meiner neuen Definition sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr glücklich eigentlich jeden Tag. Und für mich hat das Thema Unternehmertum wirklich durch diese neue Definition eine ganz andere Bedeutung bekommen, als es die letzten 15 Jahre war. Und im Rahmen dieser neuen Definition von Erfolg, worauf bist du am meisten stolz? Ich bin am meisten stolz, dass ich es jetzt wirklich schaffe, hier bei der Infologis, dass es erste Pflänzchen gibt, dass dieser Raum für die Potenzialentwicklung der Mitarbeiter entsteht. Das ist wirklich das, was mich wirklich stolz macht. Wir machen das jetzt so seit einem guten Jahr und ich merke jetzt durch Feedbacks der Mitarbeiter, aber auch, und das ist eben das Spannende, wenn man diesen Raum schafft und in diesem Raum sich jeder wohlfühlt und sein Potenzial entwickeln kann, ist die Folge daraus und ist vielleicht auch das, was ich jemandem mitgeben kann. Wenn man sich darauf konzentriert, ist die Folge daraus zu 100%, dass am Ende des Tages die Zahlen stimmen. Interessant. Das ist eine ganz, ganz, ganz verrückte Thematik. Man muss natürlich irgendwie vernünftige Steuerungsmechanismen haben, man muss loslassen können. Aber für mich ist wirklich der entscheidende Erfolgsfaktor aktuell, zu gucken, die richtigen Leute um sich herum zu haben und denen die Möglichkeit zu geben, ihr Potenzial zu entfalten. Wenn du auf der anderen Seite zurückblickst auf deine bisherige Karriere, eine Karriere läuft nie auch ohne Rückschläge bzw. Niederlagen ab. Ja. Was würdest du sagen, was war bisher dein größter Rückschlag, deine größte Niederlage? Mhm. Und noch viel wichtiger, was hast du daraus gelernt? Ja, also spannend, wir führen das Interview jetzt gerade auf Deutsch, ja. Und da gibt es das Wort Niederlage. Ja. Ja, und das Wort Niederlage oder Verlieren hat, finde ich, in der deutschen Sprache und im deutschen Kulturraum schon eine ganz andere Bedeutung jetzt zum Beispiel als in den USA oder auch in China. Aber generell kann ich sagen, es gibt so einen tollen Navy Seals Spruch, der heißt, entweder gewinnen wir oder wir lernen. Ja. Und den Spruch finde ich unheimlich toll, weil dort kommt nie das Wort Verlieren vor. Ja. Das vielleicht mal generell zu dem Thema Verlieren. Nichtsdestotrotz, es gab Momente, und ich kann da gar keinen einzelnen spezifischen machen, aber ich kann sagen, in den 20 Jahren gab es Momente, in denen sich das wie ein Verlieren angefühlt hat. Und das waren immer die Momente, wo ich der Meinung war, dass ich für den zahlenorientierten Erfolg einen Kompromiss eingehe, wegschaue oder vielleicht sogar meine Werte dafür verrate, weil ich denke, dass der kaufmännische Erfolg gerade im Vordergrund stand. Und das ist mir öfters passiert in meiner Karriere und jedes Mal hat es sich wie eine Niederlage angefühlt und war im klassischen Sinne dann auch eine Niederlage, weil Erfolg ist eben nicht kaufbar. Davon bin ich fest überzeugt. Und was noch viel wichtiger ist, wenn man sich selber nicht treu bleibt und seinen Werten nicht treu bleibt, dann sind es genau die Momente, wo man verlieren wird. Das heißt, es ist viel besser, ehrlich einem Kunden, einem Mitarbeiter zu sagen, es funktioniert nicht mehr, lass uns hier aufhören. Das ist ein größerer Gewinn als die vielleicht x-tausend Euro, die hinter dem Auftrag oder hinter der Kündigung stehen. Und das kann ich nur mitgeben an der Stelle. Das Allerwichtigste ist, und es ist die härteste Aufgabe überhaupt, die es in dieser Welt gibt, zu versuchen, sich jeden Tag treu zu bleiben. Und das ist eigentlich dann auch der Lerneffekt, den du gezogen hast. Das ist der Lerneffekt. Ja, das komplett neue Setup deiner Firma. Ja, das ist das komplett neue Setup. Welches sag ich mal, Ursache und Effekt im Prinzip umdreht. Ne? Ursache und Wirkung. Also vorher war es eben so, dass man gesagt hat, okay, die Ursache sind die Zahlen und dann ist die Wirkung irgendwie, sag ich mal, voll. Und jetzt ist es eben so, dass die Ursache ist eher Wohlbefinden und dann kommen die Zahlen von ganz alleine. Richtig, genau. Davon bin ich echt überzeugt, zumindest in der Firmenkurse, wie wir es jetzt sind. Mhm. Sehr schön. Jetzt haben wir ein bisschen zurückgeblickt und du hast natürlich jetzt schon einige Nachrichten mitgegeben, die sehr, 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 sehr spannend sein werden für die jungen Unternehmer, die jetzt gerade in einer Situation sind, vielleicht mit 10 Mitarbeitern, 15 Mitarbeitern, wo dann so langsam das Unternehmertum anfängt. Denn am Anfang ist man, sag ich mal, mit einer Idee unterwegs, macht was, oder wie du als Selbstständiger, macht was und hat eigentlich alles in einer Hand. Ja. So ab 10 Mitarbeitern fängt es so an, dass man sagt, naja, okay, jetzt muss ich mal so langsam irgendwie hier führen und managen. Ja. Und vor diesem Hintergrund, was ist dein Rat an Unternehmer, die, sag ich mal, jetzt so ein Team schon haben mit 10, 15 Mitarbeitern, was möchtest du denen gerne mitgeben?
Also eigentlich sind es drei Themen. Das erste ist das Wichtigste, bleib dir treu und bleib deinen Werten treu. Und wenn du eine Company hast, sage ich mal, bis 10, vielleicht auch bis 15 Mitarbeiter, das sind so Sachen wie Werte und gleiches Wertverständnis. Zum einen Teil manchmal selbstverständlich, weil man eben noch sehr klein ist, aber zum anderen Teil auch so, dass man es gegebenenfalls mal vernachlässigt. Also für mich, sage ich mal, viele klassische Systeme sagen, du brauchst eine Vision, du brauchst ein Mission Statement und so, und du brauchst Werte. Ich würde es eher umdrehen, du brauchst Werte. Ja? So eine Vision oder insbesondere ein Mission Statement kann sich im Verlauf einer Firma und im Verlauf von Wachstum durchaus mal ändern. Selbst die Vision. Ja? Aber die Werte sollten die sein, die es eigentlich sind. Das ist Punkt 1. Eine Vision zu haben wäre nicht schlecht. Ja? Damit begeistert man Menschen. Damit hält man auch Leute, die man nicht begeistert, von seiner Firma fern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt beim Wachstum. Ich würde eher sagen, das Thema Mitarbeiter ist zumindest in unserem Umfeld, wo es um Personen geht, wo es um Dienstleistung geht, ist der Faktor Mensch das entscheidende Kriterium. Und von so her ist dieser Auswahlprozess, wenn man seine Werte klar vertritt und eine klare Vision hat, sehr bereinigend. So ein Hygienefaktor auch nochmal ein Stück weit, dass hoffentlich man nicht in die Situation kommt, dass man wirklich bereinigen muss, sondern dass man von Anfang an einfach mit den Leuten unterwegs ist, die dieses Thema teilen. Das zweite, was ich eben mitgeben kann, ist, gerade in der heutigen Zeit, liebe die Veränderung. Ganz wichtiger Punkt, gerade wenn du sagst, was ist für ein Unternehmer, der so in diese Stufe kommt, ich habe jetzt eine coole Idee, ich war ein Startup, bin mit 10 Leuten losgestartet, egal ob jetzt fremd oder eigenfinanziert, und jetzt komme ich in eine Richtung, wo auf einmal Steuerung notwendig ist, also wo nicht sozusagen sich alles um den Gründer dreht, ja, also der Gründer das die Mitte des Sonnensystems ist, sondern wo man Dinge, sag ich mal, verändern muss. Also liebe die Veränderung. Und das ist übrigens auch gar nichts Neues. Ich weiß, es wird unheimlich gehypt gerade, was uns als Firma Infologis mit dem Thema Business Transformation sehr zugute kommt. Aber im Wesentlichen gab es Veränderungen immer schon. Nur vielleicht nicht in der Geschwindigkeit und in der Heftigkeit, die wir haben. Aber das einer Organisation mitzugeben, Freunde, es wird morgen anders sein. Und das ist der Lauf der Dinge, dass es morgen anders sein wird als heute. Also liebt, fangt an, die Veränderung zu lieben, ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Leitsatz, mit dem man ein Unternehmen groß machen kann. Und der letzte Punkt, weil du das Thema angesprochen hast, und vielleicht bin ich da auch nicht zu 100% immer auf deiner Linie, Armin, weil du das so gesagt hast, mit vom Unternehmer, vom Gründer zum Manager oder zum Management zu kommen. Ich bin fester Meinung, das kann ich nur allen mitgeben, vertraut auf euer Bauchgefühl. Vertraut beim Größerwerden, beim Wachstum, beim Mitarbeiterauswählen. Vertraut auf euer Bauchgefühl. Ich weiß, es gibt AI jetzt, es gibt Analytics, es gibt so viele Dinge, wie man versucht, Entscheidungen transparent und mathematisch aufzubereiten. Und das ist auch alles gut und richtig so, da will ich gar nicht dagegen sprechen. Aber am Ende des Tages, vertraut auf euer Bauchgefühl. Und ich glaube, dass gerade in der Phase, wo man raus von der Gründungsphase kommt hin zu einem gesunden Unternehmen, dass eben mehr die Kompetenzen eines Unternehmers noch notwendig sind und weniger die Kompetenzen eines Managers notwendig sind. So, und der Unternehmer muss sich vielleicht einfach nur wandeln von einem Gründungsspirit, ich bin die Mitte des Sonnensystems, hin zu einem Unternehmer, der eine Company aufbauen will und dem sein Fokus dahin geht, dass er Mitarbeitern, die den gleichen Mindset, die gleichen Werte und die gleichen Ziele wie er haben, den Raum gibt, sich zu entwickeln. Das versuche ich eigentlich gerade hier bei der Infologis in kleinen Schritten, es geht nicht von heute auf morgen, was ich da erzähle, in kleinen Schritten umzusetzen, wirklich meinem Team den Raum zu geben, sich zu entfalten. Weil ganz ehrlich, Armin, ansonsten, wenn ich das nicht tue, kann ich es auch alleine machen. Ja, dann bleibe ich alleine, das ist überschaubar, brauche ich mir das alles sozusagen in dem Sinne auch nicht aufbauen. Aber genau das ist für mich der Spaß geworden, jetzt zu gucken, wie diese Firma zu einer Teamfirma wird. Und das kann ich jedem mitgeben, der so von 10, wo es noch natürlich ist, dass man ein Team ist, 10 ist noch, die können in einem Raum sitzen, hin zu einer Firma geht, dort eben auch dem Bauchgefühl seinen Raum zu geben, was Entscheidungen betrifft. Exzellent, somit nicht vom
Gründer zum Manager, sondern eher vom Gründer, sage ich mal, zum Leader oder zum Facilitator, ja. Ja, zum Ermöglicher, ja. eines Wachstums, nicht nur des Unternehmens, sondern auch der Mitarbeiter, absolut, die mit dir zusammen das Unternehmen groß machen wollen. Absolut. Ja, sehr schön. Alex, danke erstmal für diese tollen Antworten. Wir machen bei den Unternehmerinterviews am Ende immer so ein kleines Spiel. Ich habe dir ja davor schon davon erzählt und das tut auch gar nicht weh. Und zwar geht das Spiel so, dass ich einen Satz beginne und ich dich bitte, den Satz zu komplettieren. Das sind so vier, fünf Sätze. Und das ist immer ganz witzig, weil es natürlich spontan ist und aus dem Bauch rauskommen soll. Und Wiederholungen sind übrigens nicht erlaubt. Gut, okay. Ja. Ich werde mich versuchen dran zu halten und liebe die Veränderung unter dem Motto. Perfekt. Ja. Gut, dann fangen wir mal an. Unternehmertum ist für mich Freiheit, Verantwortung, Empathie. Schwierige Kunden sind nicht vorhanden. Schwierige Mitarbeiter sind eine positiv zu nehmende Herausforderung. Meine Vision für mich und mein Unternehmen ist folgende: großen Unternehmen dabei zu helfen, den Weg in die Zukunft über die Transformation zu finden. Sehr schön, Alex. Das war fantastisch. Ganz herzlichen Dank für das Interview. Ja, liebe Unternehmer, wir waren heute hier in München mit Alex Bogner, dem CEO und Gründer der Infologis AG, bei dem Entrepreneur-Interview von Armin L. Rau. Und ja, wenn euch das gefallen hat, gebt uns ein Like oder shared dieses Video, so dass möglichst viele von euch in den Genuss kommen können, von Persönlichkeiten wie dem Alex zu lernen. Alex, bei mir bleibt nur übrig, ich darf mich ganz herzlich bedanken und weiterhin toi toi toi. Danke dir, Armin. Danke.